So, da sind wir auch schon wieder zurück. Wir haben gerade die Schwimmhilfe auf ganz entspannt gefunden vom Deadpool. Jetzt zeige ich euch nur gerade, die Aufgaben sind nämlich jetzt wieder komplett da. Heute Morgen wurden sie zwar angezeigt, aber mal wieder nicht richtig. Jetzt müssen wir machen Tanze auf Deadpools Yachtparty. Das kriegen wir, denke ich mal, ganz simpel hin. Nur die Frage wird natürlich sein, wie viel wird da jetzt los sein? Ganz ehrlich, wir machen das Ganze in Gruppenkeile. Wir probieren es einfach, ob wir von der Route her darüber kommen, weil ganz ehrlich, ich habe auch keinen Bock, direkt da zu landen und zu sterben. Deshalb fliegen wir da ganz entspannt rüber. Für alle, die sich fragen, warum steht da Skin-Verlosung im Titel und auf dem Thumbnail? Ganz einfach, wir machen Skin-Verlosungen immer ganz easy im Livestream. Und wie machen wir das Ganze immer dann, wenn ich eine Solo-Runde spiele und diese gewinne, verlose ich unter allen meinen Mitgliedern, die in dem Moment im Chat sind, einfach einen Skin. Heißt einfach ein 800 V-Bucks-Skin. Wenn derjenige aber den Skin nicht haben will, kann er natürlich auch einen Tanz bekommen, etc. pp. Ist einfach ganz simpel für alle die, die mich unterstützen mit der Mitgliedschaft, einfach nur um Dankeschön zu sagen. Aber natürlich machen wir auch im Livestream Custom Game Skin Contest ab und an mal. Zurzeit ein bisschen mehr Dead One und ja, wunderbar, die Flugroute ist perfekt. Und halt alles Mögliche, was sonst so in Fortnite ansteht. Also bei mir im Stream ist wirklich immer alles Mögliche los. Natürlich mache ich wieder die Aufgaben für euch. Ihr seht ja, Level 164 wird man auch nicht von alleine. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir auch direkt mal gleich rüber zur Yacht. Aber ich denke echt, der Gegner ist rübergeflogen. Also hier wird, glaube ich, ein bisschen mehr los sein. Aber mein Ping ist schön niedrig. Ein 1er Ping. Aha, jetzt ein 12er Ping. Und wie gesagt, wenn ich dir mit der Aufgabe helfen konnte, gern Like da lassen, Abo nicht vergessen und noch gern meinen Creator-Code eintragen. Ihr wisst ja, Support ist kein Mod. Wieso schickt ihr mich denn hier schon raus? Ah ja. So, wir müssen halt einfach jetzt auf die Yacht und da einfach nur ein Emote einsetzen und schon ist die Aufgabe erledigt. Ich bin halt mal gespannt, ob der sich jetzt schon. Boah, FPS-Drops sind wieder da vom Allerfeinsten. Ob er sich jetzt direkt verwandelt oder erst, wenn wir den Stil ausgewählt haben. Weil eigentlich war so in letzter Zeit, wenn es irgendwas Neues gab, was Stile betrifft, hat er sich im Spiel schon geändert. Aber ich bin gerade überlegen, ne, der hat ja gar keine Maske dann an. Eigentlich müsste dann direkt der Hinterkopf wenigstens zu sehen sein. Boah, kommen wir aufs Schiff? Oder komme ich nur unten hin? Ei, das wird eng, das wird eng, das wird eng. Aber geschafft. Und. Aha. Ach, da kommen schon die ganzen Gegner. Aha, es hat gezählt oben links. Ich hatte nämlich gerade schon Bedenken, dass der Quatschen nicht gezählt hat. Weil wir kennen ja Fortnite. Fortnite spinnt da auch gerne mal rum. Was sind denn hier alle? Hier alle im Schiff oder was? Aha, da außen. Du nicht. Links schon mal einen Kill geholt. Auch wenn ich wahrscheinlich jetzt von hinten geholt werde. Ne, Karma schlägt noch nicht zu. Alle freuen sich, dass sie hier mal ganz normal landen können. Na, irgendwann muss Feierabend sein. Also wie gesagt, das war's schon mit der Aufgabe. Mehr müssen wir eigentlich nicht machen. Wie gesagt, Schwimmhilfe aufsammeln, Deadpool einfach auf die Yacht fliegen und einen Tanz ablassen oder irgendein Emote halt. Und das Ganze zählt schon. Aber wie wir sehen, die Maske ist noch nicht da. Also das hätte ich jetzt eigentlich gedacht, oder? Ne, oben links seht ihr auch beim Skin, da hat sich auch noch nichts geändert. Hätte ich eigentlich schon gedacht, dass sie das direkt mit ändern, aber irgendwie haben sie keinen Bock. So, dann sammeln wir hier noch fleißig EP. Und kurze Info auch an all meine Abonnenten: Wie es aussieht, ist der Battle Pass definitiv verlängert. Woher weiß ich das? Weil jetzt schon einige Leaker quasi gesagt haben, dass der verlängert wird. Und des Weiteren, wir haben viele Deadpool-Aufgaben. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie die Deadpool-Aufgaben verlängern und gleichzeitig die Season aber erneuern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine neue Season gibt und die Deadpool-Aufgaben bleiben einfach da. Weil normalerweise haben wir eigentlich mit jedem neuen Battle Pass ja ein komplett neues Thema an sich. Ich glaube nicht, dass es das war.
Und wegen dem Level 340, 350, da bin ich mir bald auch nicht mehr sicher, was man jetzt erreichen muss. Denke ich nämlich auch, dass die so die Möglichkeit geben lassen wollen, dass wir einfach das Level auch erreichen können. Was ich persönlich aber nicht wirklich feiere. Also ganz ehrlich, klar, viele wollen die goldenen Skins haben, aber das Problem ist, wenn dann wieder jeder damit rumläuft, ist es ja auch nichts Besonderes mehr. Also ich feiere es nicht wirklich, wenn der Battle Pass schon wieder verlängert wird. Ganz ehrlich, der letzte Battle Pass war doch schon viel zu lang. Weil es sollen anscheinend immer noch mehr Battle Pass, ach, Battle Pass soll schon, Deadpool-Aufgaben kommen und dadurch verschiebt sich natürlich alles. Was habe ich eben gehört? Soll sich um 6 Wochen verschieben. Um 6 Wochen ist wieder eine Menge Zeug. Aber ich weiß, klar, Corona hin oder her. Aber sie kriegen ja auch hier die Updates aufgespielt. Also irgendeiner scheint ja da zu arbeiten. Oder aber es war alles noch schon vor Corona mit dem Battle Pass an sich geplant. Dann könnte es natürlich auch möglich sein, dass das das Ganze erklärt. Also es ist halt echt schwierig, aber ich meine Corona, ja, Entwicklerstudios dürfen auch nicht zusammenarbeiten. Homeoffice hin oder her, aber wird halt, was macht er denn? Jetzt sag ich, auf wen hat er geschossen? Sind überhaupt Gegner? Das meine ich, Gruppenkeile ist so langweilig geworden, in Anführungszeichen. Du kannst eigentlich am Anfang nur looten, looten, looten für XP, aber dann war es das eigentlich auch schon wieder. Also ganz komisch irgendwie. Und wo ich halt auch mal drauf gespannt bin, ob die jetzt hingehen, dann wirklich Woche 9, weil geleakt wurde ja jetzt eigentlich alles. Der Deadpool kam, der Unmasked Deadpool kam jetzt rein. Aber eigentlich mehr wurde doch, glaube ich, gar nicht mehr geleakt. Also außer ich lasse mich natürlich gerne eines Besseren belehren, aber mehr ist mir persönlich jetzt eigentlich nicht bekannt. Aber mal gucken, was da noch so auf uns zukommt. Oh, Pistole, ihr wisst ja, wer Pistole nicht ehrt. Aber ich hole lieber ein bisschen RPG noch mit. Ich glaube, wir können hier echt nur looten. Dann gehen wir, glaube ich, noch kurz in die Lobby. Da ist noch ein Gegner. Komm. Natürlich nicht. Warum soll ich den auch treffen? Nein. Ah, nehmen wir noch Biggie. Vielleicht kriegen wir dann nochmal extra XP und. Ne. Das ist nämlich auch immer manchmal so lustig. Dann kriegst du dann noch extra EP. Dafür, dass du angeblich als erster. Zack. Da ist mein Kill. Hä, von wo? Ah, da versteckt der Lümmel sich. Der kleine Lümmel. Na komm. Ja, mit FPS-Drops hast du vielleicht eine Chance. Wo ist er? Guck mal, diese FPS-Drops, was soll ich da machen? Standbild. 2 FPS. Das heißt 2 Bilder die Sekunde. Also ich habe da gerade kein zweites Bild gesehen in der Sekunde. Mann, oh Mann, oh Mann. Wie gesagt, im Livestream ist das Ganze nicht, aber komischerweise immer in den Aufnahmen. Und ich finde einfach nicht den Grund dafür. Ist echt krank. Also ich glaube, da will auch wirklich. Zehn Gegner gar nicht. Oh, lässt er sich da unten noch wegholen? Aha, wollte mir meinen Kill klauen. Der Schlingel. Ich weiß gar nicht, wie überhaupt so weit fliegt. Das ist doch gar keiner, auf wen schießt denn der? So, dann würde ich sagen, geh mal einfach gucken, wie der Skin aussieht an Masken und gut ist. So, ich habe gedacht, ich könnte nur ein, zwei Kills hier abstauben. Schön. Auf Ehre, bisschen XP. Weil das Problem ist, wenn natürlich die Season jetzt doch wieder verlängert ist, die halbe Levelzahl haben wir ungefähr erreicht. Probieren wir es doch alles auf Gold zu kriegen. Ich meine, wir werden danach wie nie wieder die Chance bekommen.
Das ist halt das Problem. Ich weiß nicht, wie ihr damit umgeht, aber wir haben ja auch schon ein paar, die auf Level 200 noch was sind. Okay, sieht nice aus. Sieht zwar ein bisschen krank aus, aber dem geht es, glaube ich, nicht mehr so gut. So, Steve bearbeiten, gucken uns das Ganze mal an. Oha, oha. Das ist schon böse. So, dann wünsche ich euch schon mal viel Spaß mit dem Skin. Ich bin mal gespannt, wie viele den Skin jetzt spielen, weil so viele haben Deadpool eigentlich nicht gespielt. Aber in dem Sinne erstmal haut rein und bis nachher im Livestream. Und ciao.